Wochen bin ich wieder da mit einem zusammengebauten Pokertisch. Ja, naja, ist natürlich nicht perfekt, wenn man hier sehen kann, durch ein paar Pfuscharbeiten hier, okay, sieht man natürlich nicht, es wäre da drunter, ne? Sieht man nicht von der Seite, es sind halt viele so eine Wulste, später erst erfahren, hätte man vielleicht eventuell mit einem Heißluftföhn beziehungsweise mit dem arbeiten sollen hier mit einem Föhn, ne? Wäre natürlich gut, ne? Haarföhn. Wäre gut gewesen. So, hier fehlen mir natürlich noch die Getränkehalter, aber ich habe ja zum Beispiel sporadisch meine 4 Stück, die ich habe, mal so reingesetzt. Ne, wie man sehen kann. Ja. Von der Gesamtoptik sieht es aber schon sehr, sehr gut aus, denke ich, mit dem Blau, Grau und Schwarzen. Hat mir eine Frau sich schon gut ausgedacht. Zwar dies ein bisschen dunkleres Grau, aber ich denke mal, ist voll in Ordnung. Hier natürlich auch solche Stellen. Ne, aber wie im Video vielleicht vorher gesehen oder beim Bauen. Dafür aber das. Durch die Technik, die er da in der Anleitung hatte, innen dafür schön ohne Falten, aber nur leider innen. Obendrauf, da sind dann hoffentlich die Hände und so. Mal gucken, wir werden sehen. Wer sich wundert, oh, was ist denn hier los? Ja, hier sind noch Folien drauf, habe ich noch drauf gelassen auf jeder einzelnen Plexiglasscheibe. Hier kann man natürlich jetzt noch innen drin natürlich alles sehen. Die Kamera würde dann später von unten kommen. Ja, das sind also Arbeiten, die kommen. Ja, die Kameratechnik und die Capture Card muss noch gekauft werden. Aber ansonsten, und da bin ich eigentlich soweit zufrieden, fürs erste Mal bauen, vielleicht wird es irgendwann nochmal was geben. Leider hier, Schandfleck über mich. Ich wollte hier festkleben, habe vergessen, das abzumachen bei dem Kopf von dem Spray und habe erstmal dann nach links und nach rechts gesprüht. Ne? Das war natürlich ein bisschen doof, aber naja, der Plan ist jetzt hier noch. Für alle, die jetzt vielleicht fragen, sieht der komisch aus. Erstmal hier außen rum, ja. Im Endeffekt mit der Breite, ich habe euch hier meine Tests. Wo sind meine Testkarten? Wir legen die mal hier rauf. Ja, der Plan ist halt der, wenn man es jetzt so betrachtet, einen weißen Rahmen außen rum zu ziehen, dass man halt sozusagen den und dann wahrscheinlich auch ein bisschen am Stock so lang hier, dass man halt nicht mehr diese ganzen Klebereste sieht, die man vom Sprühen hatte. Hätte man vielleicht auch nochmal sauberer machen können. Ich habe es abgeklebt gehabt, aber man sieht ja, die Feuchtigkeit geht durch. Dass am Ende das halt erstmal einen weißen Rahmen gibt. Jeder Spieler weiß dann genau, wo er die Karten reinlegen muss. Und man sieht halt von oben nicht mehr diesen ganzen Klebescheiß. Wenn ich jetzt hier unten rauf drücke, man sieht die Druckpunkte von meinem Finger. Sieht ganz gut aus, hält. Ich hoffe, es bleibt auch erstmal eine Weile so und hält auch. Naja, das sind halt die Kleinigkeiten, die ich noch machen möchte. Genauso wie hier habe ich mir überlegt, hier drin vielleicht werde ich alles blau malen oder so. Mal schauen. Vielleicht nochmal blau lackieren, anstreichen, irgendwie sowas, ob man was hat. Oder auch weiß oder ich weiß es nicht, irgendwas Neutrales, dass man da noch reinklatschen kann, dass nicht mehr so die Stofffetzen zu sehen sind. Aber ansonsten, naja, es ist halt so. Das soll ja später auch gut aussehen, wenn die Leute zugucken. Mal schauen. Werde ich noch bearbeiten, dass es halt gut aussieht. Was hier noch fehlt denn noch, wenn die ganzen Sachen gemacht sind? Ich möchte halt hier in der Mitte ungefähr, ne, natürlich ein Rechteck noch reinzeichnen, wo halt immer der Dealer, der ja hier sitzt an dem Platz, die 5 Karten hinpackt. Flop, River und Turn oder Turn und River. Wie auch immer jetzt. Dann ist das auch getan. Wenn das noch fertig ist, fehlt noch eine einzige Sache und zwar hier. Der junge Mann, der hier sitzt, ne, der Dealer, der soll natürlich auch an dieser Stelle noch einen kleinen Polster bekommen, wie man es bei anderen Pokertischen noch so kennt. Ich habe noch ein paar Reste da von dem Kunstleder und von meinem, da hinten sieht man es auch noch, Schaumstoff. Da werde ich versuchen, halt mit doppelseitigem Klebeband, also Anführungszeichen mit Klettverschlussband sozusagen, das einnähen, hier oben Streifen raufkleben und dann festtackern oder so, hier unten einen Streifen rauf. Und dann kann man es schön festmachen und dann ist es auch flexibel abnehmbar, wenn man wollte. Und ich denke, das ist voll in ganz in Ordnung. Also fürs erste Mal selber bauen, klar, gibt es viele, viele kleine Mängel, aber ich denke, das ist vollkommen in Ordnung. Und Hauptsache später dran sitzen und nachher schön pokern. Sieht gut aus. Die Füße habe ich auch angebracht. Und dann, wie man sehen kann, passt auch alles. Rüttelt. Ne, klar, wackelt ein bisschen, aber ansonsten alles tipptopp. Also ich freue mich auf unsere erste Poker-Session, aber ich denke erst vielleicht im Februar dann, im Januar dann irgendwann, vielleicht im Ende Januar oder vielleicht auch erst Februar, werde ich mir dann halt die Kameratechnik bauen, kaufen und dann auch muss ich immer überlegen, wie ich das festbaue. Also es wird noch ein bisschen dauern, bis das Projekt komplett fertig ist. Ist ja auch eine finanzielle Frage, aber ich hoffe, euch hat es gefallen. Wie sagt man so schön, lasst einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Ja, like den Channel, wie auch immer. Unterm Stream, beziehungsweise unterm Video jetzt hier auf YouTube, könnt ihr mir ja gerne mal sagen, ob ich mal zusammenschneiden soll oder versuchen zusammenschneiden soll, wie ich das alles gebaut habe im Stream, könnte ich versuchen, irgendwie ein bisschen was mit meinen super tollen Videoskills zusammenzuschneiden. Mal gucken, ob ich das hinbekomme. Ansonsten auch noch zu finden, die Anleitung von dem
guten Menschen, der das hier alles sozusagen ermöglicht hat, durch den ich halt eine gute Anleitung gefunden habe. Klar waren hier jetzt nicht die Kameratechnik drin und nicht diese Aussparung. Bei ihm ist halt nur ein ganz normaler Pokertisch mit 8 Plätzen. Wir haben hier 9 Plätze, ich habe ein bisschen größer gemacht. Aber ansonsten fetten Dank an diesen Menschen nochmal. Ich werde ihn nochmal namentlich noch unten erwähnen. Ich habe leider jetzt auch nicht im Kopf, ja, schlechte Vorbereitung, wie er heißt. Wir können mal schnell nachgucken. Wir gehen mal auf PC. Zack. Und dann nochmal auf unser Forum. Muss ich kurz gucken. Der Abschluss, wenn ich möchte, kann ich gerne schon ausmachen. Aber wer noch möchte, natürlich namentlich die Anleitung hier nochmal zu sehen von dem guten Mann Bernhard Schlegel. Ja, fetten Dank an dich. Hat es im März 2011 gebaut, wie man sehen konnte da. 15. März, um genau zu sein. Und ja, wisst ihr Bescheid. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich bin raus. Bis zum nächsten Projekt oder im Stream.